Behind His Mask. Eine Steckspan-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 45. Pandafew. Stegi. Tim und ich sind nicht zusammen. Und wir waren es auch nie. Ihre Worte halten in meinem Kopf wieder. Gleichzeitig breitete sich ein seltsames Gefühl in mir aus. Ein komisches Kribbeln. Ein glücklicher Schauer. Nur einen Grund für dieses Gefühl konnte mir absolut nicht einfallen. Langsam hob ich meinen Blick. Meine Augen trafen Tims. Dieser starrte mich an, wartete auf eine Reaktion. Und aus einem mir unerklärlichen Grund wirkte er erleichtert. Wieso war er erleichtert, wenn Hannah anscheinend ihren Schwindel auffliegen ließ? War er froh, dass ich es wusste? Wohl kaum. Oder hatte er mit etwas anderem, etwas Schlimmerem gerechnet? Ich zwang mich, den Blick von dem Braunhaarigen abzuwenden. Meine Augen fixierten Hannah, welche sich ebenfalls mir zugewandt hatte. Ihre blonden Haare fielen ihr leicht ins Gesicht. Ihre Arme hatte sie vor der Brust verschränkt. »Wir haben unsere Beziehung erfunden«, sagte sie plötzlich. »Wir hatten beide unsere Gründe dafür.« Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Tim sich plötzlich versteifte. Was für Gründe sie wohl gehabt hatten, wenn Tim schon alleine bei der Erwähnung unwohl wurde. »Da der Deal jetzt geplatzt ist, ist auch unsere Beziehung zu Ende.« »Hieß das etwa, dass ein Teil der Abmachung gewesen war, dass Tim niemanden mehr schlug?« »Damit darf ich jetzt jedem erzählen, dass unsere Beziehung fake war und dass...« »Hannah, bitte.« Tim hatte seine Stimme wieder erhoben und sah das Mädchen flehentlich an. »Bitte erzähl es nicht.« »Ach!« Hannah lachte falsch. »Wieso nicht?« »Weil... bitte...« Tims Stimme hatte einen flehentlichen, ängstlichen Ton angenommen. »Du kennst den Grund.« »Welcher Grund, verdammt?« Der Blick des Mädchens blieb hart. »Und du kanntest die Abmachung.« »Es tut mir leid, okay? Es tut dir also leid.« »Ja.« »Bist du blöd oder so? Ein tut mir leid reicht noch lange nicht. Außerdem, wie oft denn noch? Du sollst dich nicht bei mir entschuldigen.« Tim senkte den Blick wieder zum Boden. Kurz huschte sein Blick zu mir und ich konnte die stumme Entschuldigung darin lesen. »Warum hast du das gemacht?« fragte Hannah plötzlich. Ihre Stimme hatte einen weichen, aber immer noch distanzierten Klang angenommen. »Sie haben es gesagt.« In Tims Stimme schwang Verzweiflung mit. »Ich hatte Angst.« Wovor hatte er denn Angst gehabt? »Tim«, Hannah seufzte leise, »ich hab dir doch schon gesagt, dass dir das egal sein kann. Selbst wenn die sowas sagen, die wissen gar nichts.« »Ich weiß«, flüsterte Tim mit erstickter Stimme. »Bitte erzähl nichts.« »Tut mir leid«, meinte Hannah und ihre Stimme klang wieder hart. »Du bist zu weit gegangen, und das weißt du.« »Ich weiß.« Tim presste die Lippen aufeinander. Ich hatte das Gefühl, er würde gleich anfangen zu weinen. Und aus irgendeinem dummen Grund konnte ich nicht den Schmerz in meinem Herzen bei diesem Anblick unterdrücken. »Nein.« Meine Stimme tat weh, als ich sie benutzte. Aber trotzdem war sie klar. Tim drehte sich verwirrt zu mir um. Während ich von Hannah eine überraschte Geste erwartet hatte, so lag ein winziges Lächeln auf ihren Lippen, als sie sich zu mir wandte. Sie sah ganz und gar nicht überrascht davon aus, dass sie geredet hat. Sie wirkte vielmehr, als habe sie es erwartet. »Du brauchst eure Fake-Beziehung nicht aufzulösen«, meinte ich, unwissend, warum ich das tat. Ich hatte die Chance, Tim eine auszuwischen,
Warum auch immer er so verzweifelt verhindern wollte, dass ihre Fake-Beziehung auflog. Hannah konnte sich ein winziges Lächeln nicht verkneifen. Warum auch immer. Tim hingegen sah aus, als würde er der Meinung sein, gerade zu träumen. Er hatte den Mund leicht geöffnet, die Augen weit aufgerissen, und ich hatte das Gefühl, er würde mich jeden Moment berühren wollen, um zu testen, ob ich nicht eine Illusion wäre. Langsam nickte Hannah jetzt. Noch immer hatte ich das Gefühl, dass sie leicht zu grinsen schien. Sicher? Ich nickte. Hannah hatte mit keiner anderen Antwort gerechnet. Das wusste ich. Und trotzdem war ich ihr dankbar, dass sie nochmal gefragt hatte. Rache war einfach nicht meins. Abgesehen davon, dass Tim dann nur noch mehr Hass gegen mich empfinden würde. Falls das denn überhaupt möglich wäre. Das blonde Mädchen stieß Tim leicht an, woraufhin dieser verwirrt aufsah. Erst zu ihr, dann zu mir blickte. Ich konnte sehen, dass er schluckte. Dann flüsterte er leise: Danke. Und obwohl seine Stimme rau und krächzig klang, obwohl das Wort so leise war, so machte mich diese simple Aussage glücklich. Tim war so viel für mich gewesen. Innerhalb einer Woche hatte er es geschafft, mir so viel zu bedeuten wie kaum jemand zuvor. Doch ich musste das vergessen. Das wusste ich. Leichter gesagt als getan, denn ich konnte es einfach nicht vergessen. Immer wieder kamen Erinnerungen an unsere schöne Zeit hoch. Immer wieder sah ich sein Lachen, spürte seine Hände in meinen. Ich konnte es einfach nicht vergessen. Und vielleicht, ganz vielleicht, wollte ich das auch gar nicht. In dieser Nacht lag ich die meiste Zeit wach. Mein Blick war an die Decke gerichtet, die Beine angewinkelt, die Arme unter dem Kopf verschränkt. Immer wieder huschte mein Blick zu Tim hinüber, ängstlich, dass er plötzlich aufstimmen würde, um mich zu schlagen. Zwar hatte er mir vor Hannah versprechen müssen, dies zu unterlassen, aber ganz ehrlich, ich dachte niemals, dass Tim sich daran halten würde. Irgendwie war ich mir sogar sicher, dass Hannah das auch nicht wirklich glaubte. Aber was sollte ich tun? Ich konnte Tim nun mal nicht leiden sehen. Also half ich ihm, selbst wenn er mir niemals geholfen hätte. Ich konnte die Zeit mit Tim nun mal nicht vergessen. Schockiert unterbrach ich meine Gedanken. Bitte, was hatte mein Gehirn mir dafür eine Idee unterschieben wollen? Ich vergrub mein Gesicht verzweifelnd in den Händen und stieß einen lautlosen Seufzer aus. Aber was, wenn mein Gehirn recht hatte? Was, wenn ich wirklich in Tim verliebt war? So seltsam mir diese Idee eigentlich vorkommen sollte. So abwegig war sie auf einmal gar nicht mehr. Irgendjemand hatte mir mal gesagt, dass man selber blind sei, wenn es darum ging, wer in einen oder in wen man selber verliebt war. Andere würden sowas viel leichter sehen können. Wenn ich mal so darüber nachdachte, gab es tatsächlich einige Punkte, die dafür sprachen, dass ich Tim zumindest mochte. Dauernd dachte ich an unsere Woche, dauernd sah ich sein Gesicht vor mir. Ich zeichnete ihn, ohne es zu wollen. Ich konnte ihn nicht leiden sehen. Alles verglich ich mit ihm, selbst oder gerade mein Freund. Ich vermisste seine Nähe, ich vermisste seine Lippen auf meinen, ich vermisste seine Wärme, seine Nähe. Ich vermisste seine tiefe, liebevolle Stimme. Ich vermisste sein Lachen. Ich vermisste ihn, den Jungen aus der Wache. Doch diese Woche war vorbei. Das wusste ich. Und ich wusste auch, dass der Junge aus unserer Woche nicht mehr zurückkehren würde. Egal, wie sehr ich es wollte. Auf der Kontra-Tim-Seite standen eigentlich viel wichtigere Punkte. Ich hatte Angst. Panische Angst vor ihm. Er schlug mich. Wegen ihm hatte ich täglich höllische Schmerzen. Er hasste mich. Ich war keine normalen Berührungen mehr gewohnt. Gefühlschaos. Ich wollte immer vor ihm fliehen, wegrennen, soweit ich konnte. Aber gleichzeitig wollte ich ihn umarmen,
zu ihm rennen, nie wieder weg von ihm. Vielleicht war es keine Liebe, die ich für ihn empfand. Vielleicht war es insgesamt nicht mal eine kleine Schwärmerei. Vielleicht war es auch Liebe. Aber egal, was es nun war, letztendlich war es vollkommen gleich. Es würde in jedem Fall zu dem Ende kommen, dass Tim mich hasste und schlug und dass unsere Beziehung sich auch nicht ändern würde. Als mein Handy neben mir aufleuchtete, sah ich, dass Jay mein Herz gescheckt hatte. In mir drin zog sich etwas zusammen. Ich fühlte mich schuldig. Schuldig, weil ich wusste, dass ich, egal wie wenig ich für Tim an dieser seltsamen Sache, die man Liebe nennt, empfand, dass ich für Jay weniger empfand. Jay war toll. Er tat mir gut. Aber es war nicht fair, mit ihm zusammen zu sein, wenn ich nichts für ihn empfand. Und ich traf eine Entscheidung. Seufzend hob ich das Handy hoch. Meine Finger flogen über die Tasten. Wir müssen reden. Und das meinte ich ernst. Ich wollte reden. Nachdem ich das getippt hatte, nahm ich all meinen Mut zusammen und drehte mich zu Tim um, welcher in seinem Bett lag und ebenfalls die Augen offen hatte. Tim? Fragte ich leise. So leise, dass ich gedacht hätte, er würde mich nicht hören, aber er drehte sofort ruckartig seinen Kopf und sah mich mit weit geöffneten Augen an. Was ist? Fragte er, und obwohl die Worte relativ hart gewählt klangen, klang seine Stimme sanft. Für seine Verhältnisse zumindest. Ich habe ja gesagt, dass ihr das mit eurer Beziehung nicht erzählen müsst. Tim kniff kurz die Augen misstrauisch zusammen, nickte dann langsam. Ich habe eine Bedingung. Ich möchte, dass ihr mir erzählt, wieso der Deal überhaupt zustande gekommen ist und worum es da ging. Aber vor allem will ich wissen, wovor du verdammt nochmal solche Angst hast. Kapitel 46. Point of View. Tim. Warum hast du das getan? Fassungslos starrte ich ihn an. Meine Hände zitterten. Ich konnte nicht sagen, ob vor Wut oder Verzweiflung, Trauer oder Enttäuschung. Er grinste mich an. Seine Lippen waren zu einem so hämischen Grinsen verzogen, wie ich es ihm nie zugetraut hätte. Und dann lachte er. Warum ich was getan habe? Fragte er und schüttelte fassungslos, als hätte ich eine total dumme Frage gestellt im Kopf. Du weißt ganz genau, was ich meine, erwiderte ich, schnaubend. Wieder lachte er. Ich hasste es, wenn er so lachte. Früher hatte ich sein Lachen geliebt. Über alles hatte ich es geliebt. Es hatte mich aufmuntern können. Ich hatte es wunderschön gefunden. Es war der wunderschönste Klang gewesen, den ich je gehört hatte. Dieses tiefe, raue, wundervolle Geräusch. Und jetzt hasste ich es einfach nur. Nein, sagte er und grinste. Wieso sollte ich wissen, was du meinst? Ich biss mir auf die Lippe, kurz davor, ihm einfach meine Faust ins Gesicht zu hämmern. Eigentlich war ich so nicht. Noch nie in meinem Leben hatte ich jemandem ernsthaft physisch wehgetan. Nie hatte ich jemanden, außer spielerisch, geschlagen. Und ich hatte auch nicht vor, mich jemals auf dieses Niveau hinabzulassen. Niemals. Aber diese Wut, die ich in mir spürte, hätte alles verändern können. Ich sah ihn an. Die blonden, etwas zu langen, leicht gewellten Haare, die ihm ins Gesicht fielen. Die grün-blauen, belustigt leuchtenden Augen. Trotz allem war er wunderschön. Aber in diesem Moment widerte er mich einfach nur an.
Fragst du, warum ich offengelegt habe, was für ein Bastard du bist? Fragte der Junge und lachte. Ich biss mir auf die Lippe. Etwas griff nach meinem Herzen. Ich schluckte. Und dann verzogen sich seine Lippen zu einem schmalen Strich. Seine Augen waren zu Schlitzen verengt. Die Stirn gekräuselt. Oder fragst du, warum ich ihn getötet habe? Point of View, Stegi. Wie geht es dir? Jay umarmte mich und lächelte sanft. Ich zuckte mit den Schultern, woraufhin in seinem Blick Besorgnis auftauchte. Was ist los, Kleiner? Ich zuckte kaum merklich zusammen. Kleiner. Er sollte mich nicht so nennen. Ich wollte das nicht. Weswegen wolltest du mich denn so dringend sprechen? Hab ich dir gefehlt? Jay grinste kurz, doch sein Gesicht wurde wieder hart, als ich den Kopf schüttelte. Wir müssen reden. Meine Stimme klang klar und fest, anders als ich erwartet hatte. Ich dachte, sie würde rau und kaputt sein. Doch das war sie nicht. Eher im Gegenteil. Jay starrte mich an. Seine Augen waren weit aufgerissen. Ein Lächeln bildete sich auf seinen Lippen. Du redest, hauchte er mit Tränen in den Augen. Du redest mit mir, sagte er, während seine Augen zu leuchten begannen. Wow, flüsterte er, grinste mich an. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich gerade freue. Das ist einfach das tollste Geschenk, was du mir je hättest machen können. Jay beugte sich zu mir, drückte mich einige Sekunden fest an sich. In mir drin zog sich etwas zusammen. Tief in mir spürte ich, wie mein Herz heftig zu pochen begann. Jay war so viel besser als Tim. So viel liebevoller. So viel netter. So viel toller. Und trotzdem war er nicht der Richtige. Nicht für mich. Ich musste an gestern Abend denken, an den Moment, wo ich Tim meine Forderung gestellt hatte. Unwillkürlich zuckte ich bei der Erinnerung zusammen. Denn Tims Blick war plötzlich unglaublich ängstlich geworden. Dann ganz schnell war er hart gewesen. Und dann war er aufgesprungen und zu mir gekommen. Er hatte sich zu mir ans Bett gesetzt. Ich war zusammengezuckt. Ich habe Angst gehabt. Und er hatte mich angeschaut. Ich hätte das Erkennen in seinem Blick sehen können. Die Entschuldigung. Nein, hatte er dann gesagt. Einfach nur nein. Mehr nicht. Und ich, dumm wie ich war, hatte widersprochen. Tim, hatte ich gemeint. Ich möchte das wissen. Sonst werde ich euer Geheimnis weitererzählen. Meine Stimme hatte gezittert. Ich hatte innerlich geschrien. Ich hatte Angst. Ich war verwirrt, ich war entsetzt. Darüber, was ich da tat. Seine Hand war blitzschnell an meine Brust gewesen. Er hatte mich ins Bett gedrückt. Ich hatte gespürt, wie die Panik mir die Luft abschnürte. Ich werde dir gar nichts erzählen, hatte er gesagt und dabei jedes einzelne Wort betont. Niemandem und erst recht niemals dir. Ich hatte geschluckt, Angst gehabt. Und wenn du ein Wort an irgendjemanden sagst, dann bist du dran.
Seine Stimme war kaum mehr als ein Zischen gewesen. Merkt ihr das? Und ich hatte genickt. Einfach genickt. Er hatte mich noch einmal tiefer ins Bett gestoßen und dann die Hand von meiner Brust genommen. Sorry, hatte er plötzlich leise gesagt, fast geflüstert. Ich wollte dir keine Angst machen. Und das Schlimmste daran war, dass ich diese Entschuldigung irgendwie innerlich annahm. Obwohl er mir wirklich Panik gemacht hatte, nahm ich sie einfach so an, ohne irgendwelche Widerworte. Und vielleicht zeigte das am meisten, dass ich ihn mehr mochte, als ich sollte. Oh mein Gott, du bist ja wirklich besonders, flüsterte Jay plötzlich, immer noch vollkommen überwältigt, und riss mich aus den Erinnerungen. Er wirkte so glücklich, wie ich ihn selten erlebt hatte. Eine sanfte Gänsehaut überzog meinen Körper. Jay hatte es nicht verdient. Er hatte es nicht verdient, dass ich ihn so glücklich machte, nur um ihn daraufhin auf den Boden zu schmeißen und zu verletzen. Ich hatte ihn nicht verdient. Vielleicht sollte ich das Ganze doch abbrechen. Immerhin wusste ich, dass Jay mich liebte. Er war wundervoll. Er war lieb. Er war fürsorglich. Danke, Kleiner. Danke. Aber er war eben nicht Tim. Und dieses Kleiner brachte mich wieder auf den Boden der Tatsachen. Ich liebte ihn nicht. Es wäre nicht fair, mit jemandem zusammen zu sein, während man jemand anderen liebte. Das war nicht fair und auch nichts, was der Schwarzhaarige verdient hatte. Ich muss dir was gestehen, meinte ich leise. Es tat mir weh, das Lächeln auf seinem Gesicht langsam verblassen zu sehen, als er realisierte, dass ich nicht gekommen war, um ihm zu zeigen, dass ich mit ihm reden wollte. Er begann zu realisieren, dass ich mit ihm redete, weil es etwas gab, worüber man nicht schreiben konnte. Es geht um uns, fuhr ich fort, den Blick auf den Boden gerichtet. Du bist echt toll. Meine Stimme stockte und ich spürte Tränen in meine Augen schießen. Ich liebte Jay nicht, aber dennoch bedeutete er mir eine Menge. Ich wusste, dass ich ihn verlieren würde. Ich wusste, dass es mir dann noch schlechter gehen würde. Schlechter als mit ihm. Denn Jay war wie ein rettender Anker im Ozean. Ein Anker, den ich nun loslassen würde. Ohne den ich vielleicht ertrinken würde. Aber Jay verdiente mich nicht. Ich sollte nicht mit ihm zusammen sein, wenn ich mir niemals vorstellen könnte, mit ihm zu schlafen, zusammenzuziehen. Mein Leben mit ihm zu verbringen. Es gibt da jemanden. Meine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Ich hob meinen Blick und begegnete Jays glitzernden Augen. Tränen hatten sich in dem dunklen Bau gebildet. Er wusste, was kommen würde. Ich wusste das auch. Es war so falsch. Und doch war es das einzig Richtige. Es gibt ihn schon sehr lange. Ich senkte den Blick, konnte seinem nicht länger standhalten. Ich kann das nicht mehr. Das wäre nicht richtig. Du verdienst jemanden. Jemanden, der dich wirklich liebt. Ich konnte hören, wie Jay ein Schluchzen unterdrückte. Doch als ich aufsah, war sein Blick auf einmal kalt. Trotz der Tränen, die ihm über die Wangen zu laufen drohten, war sein Blick starr auf mich gerichtet. Es ist dieser Tim, oder? Dein Zimmernachbar? Fragte Jay und ich konnte einen Hauch von Eifersucht in seiner Stimme hören. Woher Jay das wusste, konnte ich mir nicht erklären.
Was ist mit ihm? Fragte Jay auf einmal mit trauriger Tonlage. Was ist so viel besser an ihm als an mir? Ich schluckte. Nichts. Nichts war besser an Tim. Genau das war ja das Problem. Nichts, flüsterte ich. Und trotzdem liebst du ihn und nicht mich, stellte der Schwarzhaarige fest. Er lachte ungläubig auf. Dieser Bastard. Ich konnte Jane zustimmen. Warum verliebte ich mich in das größte Arschloch der Welt? Warum konnte ich mich nicht in Jay verlieben? In einen so wundervollen und herzlichen Menschen. Es tut mir leid, meinte ich leise und schluckte den Kloß runter, der sich in meinem Hals zu bilden begann. Jay nickte bloß. Er lächelte nicht. Er sah mich bloß an. Ich konnte sehen, wie er schluckte. Ich konnte sehen, wie sehr ich ihn verletzt hatte. Soll ich dich noch zurück zum Internat fahren? Fragte Jay. Mir wurde warm ums Herz, obwohl ich gerade mit ihm Schluss gemacht hatte. Obwohl er mich hätte hassen können. So war Jay doch immer noch besorgt um mich. Noch immer wollte er, dass ich schnell und sicher zum Internat kam. Jay war einfach zu gut für mich. Ich zwang mich zu lächeln, obwohl mein Herz sich bei dem Gedanken, wie toll der Schwarzhaarige doch war, zusammenzog. Nein, danke. Jay nickte leicht. Er schloss kurz die Augen. Die Zeit mit dir war schön, Stegi. Ich nickte. Ja, ich fand die Zeit auch so schön. Trotzdem wäre es nicht im geringsten fair, mit ihm zusammenzubleiben, obwohl ich ihn nicht liebte. Obwohl ich jemand anderen liebte. Wenn ich mal aussuchen könnte, wen ich lieben sollte, ich würde sofort Jay wählen. Jay, der so unfassbar lieb war. Jay, der für mich da war, egal wie schlecht es mir ging. Jay, der mich umarmte. Jay, der immer versuchte, mich glücklich zu machen. Wieso konnte man sich nicht einfach aussuchen, wen man liebte? Ich wollte Tim nicht lieben. Denn Tim war der, der mich dauernd verletzte. Er war der, der mich schlug, der mich beleidigte. Und trotzdem vermisste mein kleines, dummes Herz ihn. Trotzdem wünschte ich mir, jede Sekunde bei ihm zu sein. Obwohl ich wusste, wie falsch das doch war. Ich lächelte Jay traurig zu. Er nickte. Ich drehte mich um, lief zur Tür. Kurz blieb ich nochmal stehen und drehte mich zu Jay um. Ich konnte sehen, wie seine Augen rot wurden und Tränen sich daran bildeten. Am liebsten würde ich ihm sagen, dass er nicht traurig sein sollte, dass er nicht weinen sollte. Aber das wäre Quatsch. Ich wusste selber, wie verzweifelt ich an seiner Stelle wäre. Stumm öffnete ich die Tür, trat hindurch und schloss sie hinter mir. Und in diesem Moment wusste ich, dass ich das Richtige getan hatte. Auch wenn es weh tat, so war es für jeden von uns das Beste. Ich schluckte meinen Schmerz runter und lief dann die Treppen runter und auf die Straße. Draußen atmete ich erstmal erleichtert die kühle Luft ein. Sie strömte in meine Lungen und entfernte das erstickende Gefühl. Ich dachte, dass ich weinen müsste, wenn ich das zwischen mir und Jay beendete. Aber ich musste nicht weinen. Ich hatte Jay zwar nie geliebt, aber trotzdem hatte ich ihn gemacht. Er war ein wenig wie ein, aber nicht mein Freund gewesen. Von meinen Gefühlen für ihn her. Ich fühlte mich irgendwie erleichtert. Irgendwie war ich glücklich, es hinter mir zu haben. Es war, als habe man mir eine schwere Last von den Schultern genommen. Ich legte den Kopf in den Nacken und sah nach oben. In den blauen, leicht bewölkten Himmel, an dessen einer Seite die Sonne begonnen hatte, in einem rot-orangenen Farben mehr unterzugehen.
Ich lächelte leicht. Dann beschloss ich, schnell loszulaufen. Immerhin würde ich eine ganze Weile zum Internat brauchen. So, da würde ich sagen, schaut bei Kritzelküste vorbei, schaut natürlich auch noch bei Drachenmädchen vorbei, lasst Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!